wenn Vorstellungen, zum Beispiel die Geschichte mit dem Kohlendioxid, zunächst mit großer Festigkeit vertreten wird, die vernünftige Auseinandersetzung mit Argumenten aber gemieden wird und dann der Übergang zur unverrückbaren Gewissheit erfolgt, dann besteht die Gefahr einer psychischen Störung, die von Wahnvorstellungen beherrscht wird. Beim Wahn hat der Erkrankte absolute Gewissheit, dass der Wahninhalt so ist, wie er denkt. Auch der Ideologe beharrt einseitig und starr auf seiner weltanschaulichen Idee und will sie ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen, notfalls mit dem Kopf durch die Wand. Zwischen Wahn und Ideologie ist der Übergang fließend. Fakten und Erfahrungen können beide, den Ideologen und den Wahnkranken, nicht korrigieren. Hier ist die Grenze zu ziehen zu den jeweiligen Auswirkungen. Bei einem Menschen mit einer Wahnkrankheit zum Beispiel, der unverrückbar der Meinung ist, dass es Engel gibt. Da spielt die Subjektivität eine große Rolle und dies ist für den Einzelnen und sein Umfeld nicht schädlich. Er muss dabei gar nicht wahnkrank sein. Er glaubt es einfach. Wenn aber ideologische oder schon wahnhafte Denkinhalte in politische Programme einfließen und im Fall auch umgesetzt werden, ist das höchst bedrohlich. Und wer könnte da keine Angst haben? Doch nur jemand, der noch nie ein Geschichtsbuch in der Hand hatte.